Hallo und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Tierfarmprojekt auf der nordfriesischen Marsch mit meiner Wenigkeit. Alle Ballen wurden erfolgreich verkauft. Yay! Und ihr seht, Endergebnis 170.438, ja, Zahlen lesen ist meine Stärke. Euronen. Und wenn man sich das Ganze hier mal auf der Statistik anschaut, für heute haben wir alleine mit dem Verkauf von Ballen am heutigen Tag 124.000 Euro gemacht. Das war das Feld da hinten. Also das, was wir umgepflügt haben und alles. Und jetzt diese, also Wiese, die wir jetzt haben. Ja, wir haben aber allerdings auch 79.000 für Landkauf ausgegeben, bla 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 bla. Und 52.000, was haben wir hier, 52.000 für Mietkosten? 52.000? Das ist auf jeden Fall eine Fehleranzeige. Ich habe da keine 52.000 für Mietkosten für Fahrzeuge ausgegeben. WTF. Okay, egal. Wir haben trotzdem einen Plus von 124, einen Plus gemacht von 50.000. Ne, das steht jetzt schon mal fest. Gestern haben wir 200.000 Miese gemacht. Aber ja. Gut, wir haben einen maximalen Kredit, den wir ausschöpfen können. Das würde man vielleicht auch noch dazu sagen. Wir stehen trotzdem immer noch im Minus. Aber soweit so okay. So, nachdem wir den ganzen Spaß jetzt hier fertig gemacht haben und ich noch einmal eine Ehrenrunde um den Hof drehe, weil er einfach so geil ist, müssen wir uns jetzt einmal hier noch um das Unkraut kümmern, was mittlerweile gesprossen ist. Und, ach ja, ich habe noch zwei neue Mods mit dazu genommen. Einmal Animals Clean und einmal Blazable oder Moment. Eierpalette. Gut, sie heißt auf Deutsch einfach nur Eierpalette. Genau, die habe ich damit draufgenommen. Wer Korn habt noch nicht verfolgt, der sollte das jetzt tun. Einfach mal auf http://kornhub.army. Ja, wie die Armee auf Englisch eben und Kornhub. So das, was ihr zuerst denkt. Ja, nur nicht mit P, sondern mit C. Ne? So. Und da findet ihr eine Webseite, da findet ihr ganze Mod-Vorstellungen. Es gibt auch einen YouTube-Kanal dazu. Ihr könnt einfach bei YouTube nach kornhub.de suchen. Eben als der Modform-Kanal. Dort habe ich das Ganze ja vorgestellt vor ein paar Tagen. Und das haben wir jetzt auch noch mit drauf. Was macht Animals Clean? Animals Clean macht im Endeffekt dafür, dass die Tiere zwar weiterhin Dreck verursachen, also vor den Trog das Gelümbe alles hinschmeißen, dies aber keine Auswirkungen mehr auf die Produktivität der Tiere hat. Und weil das halt auch einfach zu übertrieben ist, so leid es mir tut. Also ja, Kühe, Hühner und so, die kleckern zwar, aber die kleckern nicht so krass. Das ist halt im LS ein bisschen zu krass eingestellt, um dass man sich da ein bisschen mehr scheinbar noch um die Tiere da kümmern soll. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, das wird damit noch ausgehebelt. Und die Eierpalette, die macht folgendes. Das ist einfach nur eine Palette, eine leere. Die wird halt leider voll angezeigt, weil geht scheinbar momentan noch nicht anders, whatever. Und dort können wir Eierpaletten hineinziehen. Ne? Also der hat einen Trigger, die Palette hat einen Trigger, da ploppen die Eierpaletten rein. Und so eine Palette hat ein Volumen von, wenn mir nicht alles täuscht. Also wartet mal kurz, wir müssen mal kurz hier ein bisschen auf 14 Uhr vorspulen. Dankeschön. Dass hier das Unkraut noch komplett durchwächst. Die hat ein Volumen von 2400 Litern. Das heißt, wir können da bis zu 16 Eierpaletten mit reintun. Und haben die dann halt als Palette. Sprich, wir können die kompakter, einfacher verkaufen, als wie jedes Mal mit diesen Eierpaletten da die Inseln an. Also wir müssen sie so oder so ein bisschen Inseln anpacken, weil der Trigger momentan ja noch ein bisschen unempfindlich ist, nenne ich es mal so, oder zu hoch ist. Aber wir können sie dann mit einem Schlag verkaufen. Also 16 Paletten, bam, mit einmal. Ja, und nicht 1, 2, 3, 4, versteht ihr? Ist also auch schon mal eine sehr angenehme Zeitersparnis, die man nicht unterschätzen sollte. Deswegen habe ich das noch mit reingenommen. Jetzt müssen wir aber noch das Unkraut entfernen. Ich glaube, auf unserem anderen Feld bin mir gar nicht so sicher. Lass mich mal schauen. Bodenbeschaffenheit. Jo, nee, nö, auf der 26 noch gar nicht. Interessant, kommt vielleicht noch. Oder? Ja, doch, das war hier eher fertig, ne? Dann müssen wir uns erstmal beim Vorspulen noch ein bisschen aufpassen, bis das Unkraut hier unten auch wieder kommt. Dass wir das Unkraut da noch entfernen. So. Oh, nimmt er alles mit? Ja,
schön, so fast schon wieder ein bisschen too heavy. Und mit seinen 12 km/h, die wir hier nur rumtümpeln, leider Gottes. Aber es muss ja weg, ne? Sonst die Ernte Ernte einbußen sind halt einfach zu hoch. Ja, man könnte so rausschalten, aber hey, das gehört ja nur zum 19er dazu, also lassen wir es dementsprechend auch an. Dafür haben wir Flügen aus, weil ich mag Flügen nicht. Ja, gut, außer jetzt das Feld, was wir dort gepflügt haben, das mussten wir aber ja, um die Wiese zum brauchbaren Ackerland zu machen. Ansonsten, ich glaube, wir haben ja Weizen angesehen, wenn mich nicht alles täuscht, um einfach mal zu sehen, was da volumentechnisch so rauskommt. Das ist, würde mich nämlich halt auch sehr prickelnd interessieren, soll ja mehr bringen wie so. Ja, angeblich, wenn ich den Kommentaren dazu folge, deswegen wollen wir jetzt einfach mal sehen. Was also bringt, bei Soja haben wir ungefähr, was haben wir bei Soja bekommen, 30.000, 35.000, nagelt mich jetzt nicht auf den Cent fest, aber irgendwas um die 30, 35 km. Ich bin gespannt, was wir da mit Weizen bekommen, nur von diesem Feld hier, natürlich jetzt zusammengerechnet nicht, ne, ist klar, wäre ja sonst nicht richtig, aber aus dem Feld an Weizen, plus wir kriegen ja noch Stroh raus, das kommt ja auch noch dazu, was wir da halt eben so rausgedrückt bekommen. Das wäre in dem Fall wirklich interessant. Beim Stroh nutzen wir aber allerdings den Ladewagen, da werden wir keine Ballen pressen, weil das lohnt sich nicht. Also weder die Quaderballentechnik, weil selbst die sind in der Miete viel zu teuer. Also viel zu teuer. Dann können wir mal gucken, was die uns so kostet, aber das lohnt sich nicht. Zumal der Strohpreis, denke ich mal, ganz minimal am Eimer ist, oder? Was ist minimal am Eimer? Der war nie hoch. Stroh. Ach, da haben wir ja. Wir haben sogar noch 150.000 drin, Alter. Ach, 47. Nee. Das. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich meine, lass mich kurz schauen, aber das lohnt sich nicht. Weil da müssen wir uns die Quaderbeinpresse holen. Das ist eine Quaderbeinpresse, Kostet schon mal 5.000 in der Miete. Und 3.000 in der Miete, also 8.000, nee. Wir würden zwar immer noch Plus machen, aber bedeutend weniger, wenn wir es ohne machen und das einfach nur über die Ladewagen regeln lassen. So, haben wir mal kurz eine Tauffahrt-Expedition hier nach unten gemacht. Ich glaube, ich sollte mal kurz hier den Rand mit wegziehen. Dass wir hier eine schnellere Umlenkmöglichkeit haben. Ansonsten immer noch vom Vorteil, dass der Pflanzenschutz jetzt nicht so einen hohen Verbrauch hat wie manch anderes. So, dann mache ich mal kurz hier einen Helfer rein, dass der das man kann, denn währenddessen können wir uns ja schon mal noch umschauen. Nach einem Auftrag. Ah, Feld 15 ansehen, wer hätte es gedacht. Bringt uns 14k. Ja, beziehungsweise Rührner gerechnet. 12k mit dieser Saatmaschine. Gut, leihen wir uns aus. Active. Ja, zuckelt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Nicht so schön gespawnt, das Ganze. Beziehungsweise es packt einen Boden rein. Muss der Spaß dazu gekauft werden, oder was? Alter, ein Riesenteil. Gewicht hat uns ja nicht gespawnt, oder? Nee. Gut, bla bla bla, bietet als Belohnung. Raps sollen wir aussehen. Raps, okay. Gut, dann füllen wir das ganze Ding mal auf. Kriegen ja eh wieder eine Rückerstattung für das Zeug, was wir nicht verwendet haben. Dann machen wir den ganzen Spaß mal hier auf. Weil ich jetzt auch nicht weiß, wie viel da reinpasst oder wie viel wir brauchen, fülle ich einfach mal alles auf. Wie gesagt, das, was übrig bleibt, kriegen wir im Nachhinein eh wieder raus. Na, ging doch gerade. Willst du mich verarschen? So, Helfer hat die Arbeit erledigt. Sehr gut. Er hat sie jetzt schon am Trigger Point gehabt, Broody. Ah ja, okay.
Mensch, Mensch, Mensch. So, badam. Wo ich was das Gefühl habe, dass der Traktor auch gleich ein bisschen zu schwach für die Saatmaschine ist. Weiß nicht, wie ich drauf komme, aber wenn der jetzt schon so an der Maschine zerrt, ohne dass die fährt, kann man so das Gefühl so halbwegs bekommen. Gut, dann lassen wir das da drüben ansehen über den Helfer. Hat er ja alles brav weggemacht? Hat er alles brav weggemacht. Sehr schön. So, dann glauben wir den ganzen Spaß mal auf. Die Saatmaschine ist nämlich gar nicht so klein, wie sie am Anfang aussieht. Halt ein bisschen brachial gebaut für meinen Geschmack, aber es ist okay. So, wir prüfen nochmal, wir sollen auf Feld 15 Raps aussehen. Ja, machen wir. Und einen Helfer rein. Benutzt er auch alles so. Wunderschön, gut, dann können wir das hier zusammenklappen. Was haben wir denn noch so? Wir können vielleicht 19 Crew, was bringt uns denn hier mal richtig cool? 178.000, das ist nämlich Feld 16 ansehen. Ja, genau. Sehe ich auch so. Leck mir am Arsch, du. Meinen wir sinken auf 6.000, das Gerät muss mit Saatgut befüllt werden. Das wird eher der heftigste Sackgang EU West werden. Das Ding mit Saatgut zu befüllen. Ich meine, wir reden hier von 24 Hektar mit einer Saatmaschine für Kartoffeln. Also wir reden hier, wo haben wir denn Kartoffeltechnik? Hier, Kartoffeltechnik. Wir reden hier von einer Arbeitsbreite, ich glaube, das ist die, von entweder 3 Metern, aber ich glaube, die ist das, von 6 Metern bei 24 Hektar. Das ist... Ja, wir reden schon mit der 6 Meter. Alles klar. Gut, dann ist der Preis auch mehr als gerechtfertigt. Ohne Frage. Ist halt trotzdem nicht schön. So leid es mir tut. So, Besitzer, Feld 12. Bringen die Erzeugnisse dann zur Reifeisen. Wir sinken um 5.000, wenn wir bla bla bla. Wo ist denn Feld 12? Ah, das da oben. Na gut, das ist eigentlich noch recht angenehm, was das angeht. Können wir noch zur Reifeisen bringen. Bringt uns immerhin 34.000. Dann gehen wir Geräte ausleihen. Also sogar Mais. Sehr schön. Ja, den Schneidwerkswagen kannst du dir an der Haare schmieren. Vor allen Dingen für das Gerät. Was brauchen wir denn Schneidwerkswagen? Leute, Leute, Leute. Falsches Dings dafür. Okay, gut, also Feld Nummer 12. Und dass die Reifeisen hier gleich unten drunter, so umso besser. Das heißt, wir biegen jetzt hier einmal links ein. Und dann vorne an der Straße rechts. Man ist ja auch der größte Drescher, den wir hier haben können. Deswegen passt das auch schon mal. Also, oder ist es da? Ah, nee, das ist der Case. Na gut, das ist der Case, nicht der größte, der Dings hier, der, wie hieß der hier, dieser, ich habe einen echten Namen vergessen, bin ich blöd. Der Ideal ist der größte in dem Fall, aber ist auch relativ, so. Oh, Feld 9, und hier vorne kommt irgendwo Feld Nummer 12, können wir, ne, das nicht aufklappen, den Drescher können wir schon mal aufklappen. Wir haben hier eh keinen Gegenverkehr. So. Uiuiui, alles ein bisschen eng gebaut hier. Na, wunderbar. Da muss ich mich auch schon mal kurz selber hier durchfressen. Nein, das aufklappen. Ja, ja, schon klar, dass noch für Lohn Dings da, Bums da ist. Deswegen mache ich das ja auch gerade. Weil das halt für Lohn Dings da, Bums da ist. So, dann machen wir das noch hier. Dann schaffen wir noch den Truck nach hinten.
Wunderschön. Ach so, das ist ja hier, ne? Das ist ja, ach, die Doppelkammer. Scheiße, Alter. Gut, da passt aber 60.000 rein, das ist easy. Und die Reifeisen sind eh leider nämlich ruhig. Wir haben gar nicht so große Umwege. Muss man auch dazu sagen. Passt also auch schon mal alles. Und der LKW ist wenigstens schnell, ne? Dezente 83 km/h. Gut, der Drescher ist mit 40 km/h jetzt auch nicht langsam. Im Vergleich zu den kleinen Dreschern, die da mit 20, 25, 30 km/h rumduckeln. Jo, bitte nicht abheben. Haben wir aber gerade getan. Jo. Immer wenn ich hier irgendwie... Hallo. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, die LKW sind halt echt unpraktisch teilweise. Oder was ist unpraktisch? Ungelenkig. Durch diesen riesen, ja typisch Ami halt, ne? Also durch diesen riesen Radabstand. Schlimm. So, aber den parken wir dann erstmal hier auf den Feldweg dazwischen. Jo, das meine ich, Freunde, das meine ich. Oh ja, sehr gut. Das ist jetzt natürlich eher suboptimal. Ja. Ich glaube, das wird gerade nicht optimaler. Nee. Gar nicht. Ich weiß, das sieht verboten gut aus, was ich mache. Wir haben uns komplett festgefahren, ne? Gut, wer hätte es gedacht. Okay, gut. Kein Problem, da kommt mal kurz Hulk. So. Ja, das war Hulk. Der war so schnell, den habt ihr gar nicht gesehen. Und dann regeln wir das mal kurz. Oder haben es mal kurz geregelt. So. Dann mal kurz gucken, was der Drescher hier macht. Der seht weiter an. Das macht er richtig. Der... Jo, passt aber auch. Der lässt zwar hier was stehen. Ist aber auch egal. 19%. Ah, Sonnenblumen sind das. Ja, nicht mehr. Ah, ja, gut, Sonnenblumen. Gut. Wo bricht denn der hier ab? Nirgends, ne? Der fährt sogar bis hinten dran. Sehr, sehr geil. Sehr schön. Gut, haben wir da auf jeden Fall schon mal die wenigeren Probleme. So, meine Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig hier für den Part. Deswegen danke euch auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und ja, bis denne. Haut rein. Tschüss. Tschüss.